Hi und herzlich willkommen zu einer kurzen Einheit Geometrie. Die Aufgabe kann man, wenn man den Trick sieht, in, ich sag mal, 10 oder 20 Sekunden lösen. Also probiert's mal aus. Es geht darum, die Größe der hier in diesem Quadrat grün schraffierten Teilfläche zu berechnen. Meine Lösung ist wirklich super schnell und geht so, Achtung, Spoiler, dass ich sage, ich zeichne mir erstmal die Diagonalen von diesem Quadrat ein. So ungefähr. Und dann sehe ich, dass diese Kreise perfekte Halbkreise sind und Durchmesser 2, sprich Radius 1 haben. Das ist dabei aber gar nicht so mega wichtig. Wichtiger ist, dass ihr erkennt, dass sich da so eine Art Kussmund bildet. Hier ist sozusagen die Oberlippe, hier ist die Unterlippe. Und aufgrund der Symmetrie könnt ihr jetzt die eine Oberlippe hier meinetwegen schnappen und sagen, die passt doch perfekt hier rein, wenn ich die abklappe. Und die andere Lippe, diese Unterlippe hier, die passt perfekt hier rein, wenn ich sie da rumklappe. Und das bedeutet, letztendlich ist einfach genau das halbe Quadrat grün gefärbt. Und das bedeutet, die gesuchte grüne Fläche ist die Quadratfläche geteilt durch 2 und das ist 2 mal 2 halbe, also 2. Total einfach, wenn man den Trick mit diesem Verschieben gesehen hat. Und genau darum geht es übrigens auch in dieser Windrädchenaufgabe. Probiert's mal aus, da kann man auch was super smart verschieben und die Aufgabe in 10 Sekunden lösen. Und für eine andere Aufgabe, mehr mit Kreisen, empfehle ich euch da oben dieses Video. Ganz viel Spaß damit, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Ciao!